So, dann haben wir hier das Kangama-Lager. So, die Items sind eh schon sortiert. Dann... 2 Siedelbeeren reichen hier erstmal. Das Zeug lagere ich auch erstmal ein, bis ich es irgendwann brauche. So. Dann, was haben wir denn? Schauen wir doch mal. Ach, das ist ja gemein. Der hat einen rosa Gummi und 2 Belebersamen. Und der verkauft sogar Georockbrox. So. Hallo, die Herren Kekleon. Ah, der kleine Merl und der kleine Azurill. Willkommen, meine kleinen Freunde. Hallo, könnte ich bitte einen Apfel kaufen? Oh, aber natürlich. Merl und Azurill kaufen einen Apfel beim Kekleon-Markt. Vielen Dank, die Herren Kekleon. Nein, wir haben uns zu bedanken, meine kleinen Freunde. Ihr seid so liebenswert. Wisst ihr, diese entzückenden Kinder sind Brüder. Seit kurzem ist ihre arme Mutter krank, also kommen die beiden Kleinen und kaufen für sie ein. Es ist wirklich bemerkenswert, obwohl sie so jung sind, übernehmen sie schon die Verantwortung. Die Herren Kekleon. Oh, wieso die Eile? Warum kommt ihr so schnell zurückgelaufen? Es ist ein Apfel zu viel. Für den haben wir nicht gezahlt. Oh ja, das, meine kleinen Freunde, ist ein Geschenk von mir und meinem Bruder. Bitte teilt ihn euch und lasst ihn euch schmecken. Wirklich? Yippie, danke Herr Kekleon und Herr Kekleon. Oh, keine Ursache, meine Freunde. Kommt gut nach Hause. Autsch. Tut uns leid, dass wir gestört haben. Vielen Dank. Kilian gibt Azurill den Apfel zurück. Doch auf einmal... was war das? Schwindelig, wirklich? Hilfe! Was war das? Ich habe doch gerade einen Hilfeschrei gehört. Kam der Schrei von dir? Stimmt etwas nicht? Hey, Azurill, was ist los? Beeil dich! Ja, ich komme, warte! Ist alles in Ordnung? Ja. Wir sind mit dem Einkaufen fertig. Jetzt müssen wir ein Item suchen, das wir verloren haben. Lass uns gehen. Ja, ich komme schon. Ach, die kleinen Kerlchen sind ja süß. Oh, was ist mit dir, Kilian? Ob ich vorhin einen Hilfeschrei gehört habe? Nein, ich habe niemanden schreien gehört. Hey, Bruder Kekleon, habt ihr vorhin irgendwas Seltsames gehört? Nein, nichts Ungewöhnliches. Ich habe auch nichts Auffälliges gehört. Die Brüder Kekleon haben anscheinend auch nichts dergleichen gehört. Du musst es dir eingebildet haben, Kilian. Nein, ich bin mir sicher, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Ich habe es ganz sicher gehört. Dieser Schrei, den ich gehört habe. Es gibt gar keinen Zweifel. Dieser Schrei kam von Azurill. Träumst du etwa? Lass uns gehen, Kilian. So. Dann wollen wir mal sehen, was es damit auf sich hatte. Oh, was ist denn da los? Yippie! Vielen Dank. Bitte nicht der Rede wert. Was geht denn hier vor? Oh, hallo. Vor einiger Zeit haben wir ein Item verloren, das uns sehr wichtig ist. Wir haben schon überall gesucht, aber wir haben es doch noch nicht gefunden. Dann kam Herr Traumauto. Er sagt, er habe unser verlorenes Item wahrscheinlich irgendwo gesehen. Er hat uns sogar angeboten, uns bei der Suche zu helfen. Wir sind ja so froh darüber. Toll, das freut uns. Freut mich für euch. Vielen Dank, Herr Traumato. Aber bitte, ich müsste ein Herz aus Stein haben, armen Kindern nicht zu helfen. Da kann ich nicht einfach wegsehen. Lasst uns aufbrechen und mit der Suche beginnen. Ja. Ja. Oh, hoppla. Entschuldigung.
Was ist das? Dieser Traumato ist aber ein nettes Pokémon, oder? Ich bin beeindruckt. Jetzt, wo es immer mehr böse Pokémon gibt, findet man gute Taten nur noch selten. Es passiert schon wieder. Noch ein Schwindelanfall? Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Was war das? Es wäre schön, wenn die Kleinen ihr Item bald finden würden. Hä? Was ist denn los, Kilian? Siehst aber finster dran. Was willst du mir sagen? Was? Du hattest einen Schwindelanfall? Dann hast du gesehen, wie Azurill von Traumato bedroht wurde? Du willst also sofort auf den Weg machen, um Azurill zu retten? Ist es ein Notfall? Nun ja, es hört sich wirklich nach einem Notfall an, aber nicht, dass ich dir nicht trauen will, Kieran, aber ich kann das einfach nicht glauben. Schließlich sah Traumato wie ein freundliches Pokémon aus, oder nicht? Ich habe die drei vorhin weggehen sehen. Es sah doch so aus, als würden sie sich gut verstehen, oder? Bist wahrscheinlich nur müde, Kilian. Vielleicht hattest du deswegen diesen schlimmen Tagtraum. Was ist das? Nur ein Tagtraum? Aber wenn ich darüber nachdenke, dieser Traumato kam mir wirklich nicht wie ein bösartiges Pokémon vor. Wir sind sowieso nur Lehrlinge. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Natürlich ist die Sache beunruhigend, aber wir müssen uns jetzt erstmal auf unsere Arbeit in der Gilde konzentrieren. Bereiten wir uns auf die Erkundungstour vor. Dann sollten wir zu Bilica gehen. Bilica müsste in der unteren Gildenebene 1 auf uns warten. Lass uns gehen. Eine Frage habe ich jetzt eigentlich. Oh, ich habe da eine Sache. Wäre da vielleicht noch was Gutes? Ich habe im nächsten Dungeon ja schon einen kleinen Bosskampf. Nee, nicht lagern. Ich will was nehmen. Den Flairsamen würde ich gerne noch mitnehmen. Wobei, ich nehme die dritte Sinibäre auch noch mit. Na? Seid ihr bereit für eine Ganoven-Jagd? Ja, das sind wir. Jawohl, ja, ich wette, ihr seid jetzt bereit. Und suchen jetzt einen Ganoven für euch aus. Tja, ihr habt die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. Mal sehen, welchen sollten wir uns aussuchen? Wie wäre es, wenn ich als Mentor einen aussuche? Nimm keinen zu gruseligen. Jawohl, ja, verstanden. Mal sehen, ene mene. Zurücktreten, Infobrett-Aktualisierung. Zurücktreten, Infobrett-Aktualisierung. Was ist das? Was passiert? Oh, die Daten werden aktualisiert. Sie werden aktualisiert? Oh Mann, hast du das gesehen? Das Brett hat sich umgedreht. Was passiert denn da? Die Job- und Ganoven-Infobretter sind auf drehbaren Platten angebracht. Das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémon namens Diktri die alten Jobs gegen neue aus. Diktri? Die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Diktri. Er gräbt sich zur Gilde durch. Dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig, jawohl ja. Darum ist Diktri auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig, zurücktreten. Aktualisierung fertig, zurücktreten. Oh, er scheint fertig zu sein. Ja, wirklich, die Daten sind aktualisiert. Die Ganoven-Liste ist jetzt auf dem neuesten Stand, also suchen wir einen aus. Was ist denn los? Warum zitterst du denn so plötzlich? Es ist doch nicht kalt hier. Sieh dir das an, Kilian. Ganz oben auf der linken Seite.
Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Wir müssen los, Azurin ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt los? Wohin rennt ihr denn? Sieh mal, da ist Meryl. Meryl, was ist los? Wo sind Azurin und Traumato? Ja, hör zu. Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Item gesucht. Aber plötzlich war ich allein und der Traumato ist mit Azurin verschwunden. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Da habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Du glaubst, Traumato und Azurin sind in diese Richtung gegangen? Ja. Okay, dann als du Traumato und Azurin in deinem Traum gesehen hast, du meintest, sie waren in einer felsigen Gegend, oder? Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Dann mal los, Kilian. So, ich mache hier an dieser Stelle jetzt aber erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich habe gerade einen riesigen Hunger und ich mache dann das nächste Mal hier an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Viel Spaß, macht's gut. So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind hier immer noch mitten im dritten, vierten Part, weiß es auch nicht genau. Ist schon eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich mitten im Part bin. Uha, so. Wir sind das letzte Mal in den Stachelberg gekommen. Und dort müssen wir uns jetzt erstmal durchkämpfen, bis wir zu Traumato und Azurill kommen. Wir haben auf jeden Fall gleich mal eine Treppe. Genauso wie hier, da sind Stöcke. Wieder ein tolles Wurf-Item. Auch wenn Wurf-Items hier nicht mehr ganz so stark sind wie in im ersten Mystery Dungeon, brauchbar sind sie allemal immer noch. Mensch, ich weiß gar nicht, sind Staralili oder Staralia, sollte man sie auf jeden Fall in Acht nehmen. Die können nämlich ganz fiese Attacken und machen ganz schön viel Schaden damit. Gerade fies ist der Ruckzuck, den die können. Genauso wie der den Fliegi kann. So. Den lassen wir jetzt mal so kommen. Ja, der macht ganz schön Schaden. Hier haben wir noch ein paar Kleinkiesel, die nehmen wir noch mit. Kurz KP auffüllen und weiter. Muss man hier total taktisch spielen, ne? Taubsamen, auch das könnte gerade im Bosskampf jetzt dann gleich recht praktisch sein. Moment mal. Fliegi, mach mal den Konter aus. Den Modior, was macht denn der nochmal? Der verwandelt Pokémon, okay. Ein Schadesamen. Das ist ein Plagiat-Item. Ist auch was Neues hier, kann ich hier gleich mal so sagen. Ja, Nahrungsmittel, das den anderen dazu bringt, bis dann zu sagen, sich an einen anderen Ort der Ebene zu teleportieren. Also das ist quasi dasselbe wie ein Warp-Samen. Und es ist das Plagiat-Item zum Schadsamen. Plagiat-Items sind fies, weil meistens nur ein Buchstabe anders ist und man muss halt immer schauen, ja, ist das jetzt das Originale oder ist das jetzt das Plagiat? Vor allem, weil man die relativ schwer auseinanderhalten kann. Ja gut, wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon immer, was man hat. Es gibt auch nur von bestimmten Items Plagiat-Items. Das Fiese ist, dass es auch eins zum Belebersamen gibt.
Der nennt sich dann Belabersamen. Und das ist eins der sinnlosesten Items, die es gibt. Aber ich finde es trotzdem witzig, wenn man sich den Effekt mal ansieht. Weil der Belabersamen macht prinzipiell erstmal dasselbe wie ein Belebersamen. Er belebt dich wieder, wenn du kampfunfähig bist. Allerdings wirst du dann quasi von dem Belabersamen zugelabert, deswegen heißt er Belabersamen, und das Pokémon erhält dann einen Lachanfall und stirbt daran. Das heißt, du wirst zwar wiederbelebt, aber stirbst gleich wieder. Da haben wir eine Amrena-Beere und einen Wurforb und einen großen Apfel. Stachelberg geht bis zur Ebene 9, wenn ich mich recht entsinne. Ein Gummi. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was lassen wir denn da? Ich lasse mir den Wurforb da mit. Ja, können wir eh nicht wirklich was damit machen. Ich bin kein Freund von Wurforbs. So. Du kriegst hier erstmal einen Donnerschock. Genauso wie du. Du kriegst auch einen. Sehr schön, Fliggy. Eine Fragierbeere. Einfach mal essen. Füllt den Magen zumindest um 5 Punkte. Die Singlebeere, die würde ich jetzt aber noch gern mitnehmen. Da lassen wir den Modi-Orb da. Der ist nämlich auch ziemlich nutzlos. Und da haben wir auch gleich die letzte Treppe. Oder? Ah ne, eine haben wir, brauchen wir noch. Schön so hinstellen, dass beide Teammitglieder angreifen können. Oh, ich habe Level 9 erreicht, das ist sehr schön. Das heißt, Fliege erreicht auch gleich Level 9, weil er ist ja in derselben EP-Gruppe wie ich. Ein starrer Lili. Der hat Kleinkiesel dabei, die können wir noch mitnehmen. Au! Hörst du auf? Den werfen wir jetzt halt mit Steinen tot. Ich hab kaum KP, das ist schlimm. Den essen wir einfach. Liegen lassen. So, ich bin zumindest mal wieder so weit hochgehalten, dass ich einen Ruckzuck-Hieb überlebe. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, die ist genau in der Mitte, die Treppe, wenn ich das so richtig sehe. Oder die ist da hinten. Nö, da ist nix. Das würde wahrscheinlich auch eine Sackgasse führen. Ja. Das heißt, die Treppe muss hier sein.